Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8 Requiem. Ich weiß nicht, ob ich gespeichert habe, dementsprechend speichere ich nochmal. Die letzte Folge war sehr, sehr holperig und quasi so zum Aufwärmen, zum Eingewöhnen. Und jetzt machen wir, wie versprochen, ernst und kümmern uns um fucking Duplo. Ja, im normalen Let's Play habe ich Folgendes gemacht. Ich habe ihn spaßeshalber spontanerweise mal... Hatte ich... Ja, Cell war hier beim letzten Mal... Nee, Moment. Ja, beim letzten Mal war ich mit Rinoa hier. Hat mich jetzt spontan ein bisschen verwirrt. Aber die haben wir ja noch gar nicht. Ja, ich habe ihn blind tatsächlich gemacht. Habe ich überhaupt Blindzauber? Fire, Pure... Ich habe keinen Blindzauber. Ich habe keinen fucking Blindzauber. Das ist natürlich dumm. Tja, egal. Ja. Naja, okay. Ja, ich hatte ihn blind gemacht, weil das Ding ist ja, dass er mich nur mit normalen Angriffen töten kann. Und die setzt er ja nur ein, wenn er... Nee, doch. Ah, hier, der Squall hat blind. Ha. Hatte ich das nicht ordentlich gesaugt oder was war hier los? Ja, also Gravitas und Gravia ziehen ja immer prozentualen Schaden ab, ne? Ein Viertel oder so des Lebens. Also es sind keine Attacken, die mich töten können, aber die mich halt extrem runterboxen können. Und für gewöhnlich, was heißt für gewöhnlich? Er macht dann halt einen physischen Schlag, tötet mich, und das kann er natürlich nicht mehr machen, wenn er blind ist. Falls er blind wird. Nun, das ist natürlich jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Death? Moment! Das ist mir neu! Ja, okay, es ist der normale Modus. Der harte. Ja, scheiße. Oh, okay, ja. Nun. Ja, Gott, ich liebe es. Ich liebe es. Das ist ja Wahnsinn. Haben die also tatsächlich neue Attacken gekriegt? Gut, dass ich mir Phoenix wieder gekauft habe. Fuck. Dass die hier nicht alle blind haben, das verwirrt mich sehr. Macht mich auch ein bisschen traurig. Na gut, dann scannen wir mal. Was natürlich auch sein kann, ist, dass er hier einfach mal Resistenzen dagegen hat. Könnte sein. 25.600. Ah, ich glaube, wir waren beim letzten Mal bei 7.000 oder so. Weak against. Der Wind hat sich immer noch nicht verändert. Das wäre aber doof, Leute. Das wäre aber doof. Wenn meine Taktik jetzt nicht mehr aufgeht. Also ich meine, wir müssen ihn nicht zwingend erblinden lassen. Aber es wäre schon sehr, sehr vorteilhaft. Na? Alter. Ja, weil er halt bessere Statuswerte hat. Okay, scheiß drauf. Ja, dann ziehen wir ein bisschen... Okay, erstmal warten. Okay, fuck. Der weiß, wen er angreifen muss, damit er nicht erblinden werden kann. Blind gemacht wird. Ja, okay, scheiß drauf. Ich meine, von mir aus. Dann setzt das halt ein. Freut dich ein cooler Keks. Ja, jetzt heilt er sich natürlich. Er ist im Grunde nicht so schwer. Wir müssen ihn ja nur mit Gravit treffen. Das müsste ja dann dementsprechend ein Viertel seiner Lebensenergie abziehen oder so. Das machen wir dann einfach ein paar Mal und das war's dann. Also von daher, ja. Voraussetzung ist... Er ist aber ein schneller Bastard, ne? Er ist ein richtig schneller Bastard. Okay, ich muss aber hier ein bisschen was machen. Hat ja keinen Sinn. Naja, wir testen, wir sollten es vielleicht erstmal testen. Okay, Draw Fade. Ja, wenn ich nicht ziehen kann, wenn das alles nicht funktioniert, dann habe ich natürlich ein Problem. Oh, Junge. Ja, das ist seine Taktik. Uff, das wird hart. Das wird richtig hart. Ich hab nicht damit gerechnet. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Blindzauber daneben geht. Und auch nicht, dass er tot kann. Vielleicht konnte er es ja auch schon im normalen Modus. Es ist halt nur sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er es einsetzt.
Was hat mich nochmal gesagt? 8-Stunden-Folge? Ich weiß nicht, ob ich. Vielleicht hätte ich das mal nicht sagen sollen. Naja, es kommt halt drauf an, ob ich wirklich eine Chance habe. Ob man hier wirklich dann Fortschritt erkennen kann. Wenn ja, dann gerne. Ansonsten halt nicht. Puh, ich meine, wir können es später machen. Ich dachte mir nur, es wäre halt gut, weil es macht ja keinen Unterschied, ob ich es jetzt oder später mache, weil der wird sowieso immer mega stark sein. Aber wenn ich ihn dann habe, könnte ich ihn schon mal trainieren. Aber so. Direkt Death, Alter. Direkt Death, ne? Wer muss dran glauben? Selfie, okay. Phoenix-Feder, Selfie, zack. Ah. Und dann werde ich... Ich versuche mal mit Squall zu casten. Wenn er jetzt nicht sofort verreckt. Okay, schon ein bisschen unfair. Findest du nicht? Und da geht er down. Los, Squall. Nein, es... Oh, Leute, das geht so nicht. Das geht so nicht. Das... Nein! Das... Nee, komm schon. Sei kein Spasti. Lass dich gravitten. Nein, nee, es hat keinen Sinn. Ich komm nicht ran. Okay, wie viel ziehen wir denn ab? Ui. Das könnte wirklich eine 8-Stunden-Folge werden, aber... Ja, Gravian, ja gut, das sollte mich jetzt nicht stören. Ich setze dann einfach die Tombolo ein. Ja gut, nee, dann versuche ich das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie weit ich komme. War das R1? Ich hoffe es. Pull the trigger, pull the trigger. Ja, das war's. Uff, Leute, uff. Meteor, interessant, aber nee, ich pack den nicht. Ich pack den nicht. Krass. Nee. Ich lasse das jetzt ablaufen. Ach, so. Der macht ja dann gar nichts mehr. Auch interessant. Ja, nee, dann kann ich tatsächlich nur hoffen, dass meine Magiewerte irgendwann groß genug sind, sodass ich ihm dann Blindheit zufügen kann. Krass. Ich geb mich direkt geschlagen, es hat keinen Sinn. Das ist wirklich nicht. Das hat absolut gar keinen Sinn. Der böse, böse Duplo. Puh. Er hat mich gerade richtig hart demoralisiert. Ich habe spontan die Lust verloren. Also, nee, so kann man das nicht sagen. Nicht die Lust, aber den Kampfgeist. Ich komme mir gerade so schwach vor. So elendig. So nutzlos. Ja, nee, dann lass einfach mit der Story weitermachen, ne? Wir tun einfach mal so, als hätten wir es nicht versucht. Das ist ja richtig ekelhaft. Oh, ich könnte heulen. Sofort, ey. Mir brennen schon die Augen. Ich könnte gerade sofort losheulen. Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Puh. Okay. Ja, dann ab nach... Da drüben. Ich hab schon wieder vergessen, wie der Ort heißt. Und dann holen wir uns erstmal Rino und so weiter, ne? Können ja hier ein paar schnuggelige AP mitnehmen. Warum denn nicht? Ja, es gab übrigens auch von der Leilana ein paar nette Kommentare. Ich weiß ja, wer hinter dem Account steckt. Also ist jetzt kein neuer Zuschauer, sondern eher von einem alten Freundeskreis. Aber hat dann... Er hat dann auch nach
keine Ahnung, 5-6 Parts aufgehört. Er hat sich das ja, die Person hat sich das ja parallel angeschaut. Also beide Let's Plays parallel. Und war dann von heute auf morgen wieder mal weg. Also, fand ich ein bisschen traurig. Ich dachte, da hat jemand vielleicht mal minimal nachgedacht in den letzten 1-2 Jahren, dass er sich vielleicht nicht hundertprozentig korrekt verhalten hat. Und das war quasi dieses Interagieren mit meinen Folgen, war quasi eine Art Entschuldigungsversuch. Jedenfalls, um die Frage zu beantworten, ich hatte die Mod unter die erste Folge gepackt in der Videobeschreibung, ne? Weil man wohl Steam-technisch sich die Mod auch runterladen kann, es aber halt eine andere Version war. Eine weitaus fortgeschrittenere. Kann ich mir gut vorstellen. Die PC-Leute sind ja sehr, sehr gut im Modden und es macht wahrscheinlich Sinn, die Mod dort weiter zu pushen, weiter zu bearbeiten. PS1 technisch macht es dann wahrscheinlich weniger Sinn. Dementsprechend, ja, spiele ich quasi eine ältere Version. Sprich, die ist vielleicht unfairer oder einfacher, ich weiß es nicht. Ich habe mal vor einigen Wochen habe ich mal versucht, das ein bisschen zu vergleichen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier und dort haben sie ein paar Sachen rausgenommen. Also das, wir können hier einige Sachen machen, die man in späteren Versionen wohl nicht machen kann. Ich glaube, da war irgendwas mit Karten modifizieren oder sowas. Das soll wohl nicht mehr gehen. Also da gab es auch ein paar Kommentare dazu. Ja, also ich kann es nicht ändern, ne? Das mit der Framerate tut mir natürlich... Wie heißt dieser Ort jetzt hier nochmal? Balam. Ach nee, der Ort heißt Balam. Ja, dann. Ja, das mit der Framerate kann ich natürlich... Ja, man könnte es versuchen mit anderen Emulatoren, Einstellungen und so weiter. Ja, es wäre vielleicht machbar, aber die Version kann ich jetzt nicht mehr ändern, weil... Also wenn ich jetzt mir die Steam-Version runterladen würde, müsste ich natürlich erstmal das Steam-Spiel selber besitzen, müsste ich mir ja kaufen. Ja, eigentlich wollte ich jetzt Fahrkarten haben. Kriege ich die dann einfach hier oder was? Ja. Und ja, ich müsste dann natürlich nochmal komplett neu anfangen. Und das mache ich natürlich nicht. Von daher kann ich diese Wünsche leider nicht erfüllen. Tut mir leid. So, war das jetzt nicht sogar schon so, dass es jetzt in die Traumwelt geht? Zum ersten Mal? Denke schon. Na los! Los jetzt, Zug! Los jetzt! Dankeschön. Da geht er ab und diesmal in einer realistischeren Geschwindigkeit. Nicht so wie in der PAL-Version. Okay, ja, dann erstmal wieder schön Skippy, Skippy, Skippy machen. Und dann wird erstmal ordentlich geheiert. Ja, wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich noch in dieser Folge uns den Engelszauber holen im besten Fall. Im Allgemeinen aber natürlich wieder ein bisschen lutschen. Fuckt mich extrem ab. Wieso hat Squall blind und die anderen nicht? Ja, wahrscheinlich hat er das in diesem Wald bekommen und Quistis war ja ziemlich inkompetent und wollte immer nicht lutschen. Huh. Ah, nein, wieso? Ja, immer die erste Memory Card, die ja nicht geht. Da speichere ich nochmal hier rüber. So. Und dann geht's ab in die Haier. Bin so gespannt, wie das letzten Endes aufgeklärt wird mit Lagune und so. Wir haben ja im... Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Wir werden jetzt bis zum Ende der zweiten Traumsequenz spielen. Da habe ich ja gestern im normalen Let's Play dieses Kackrätsel gemacht mit den drei Falltüren und so weiter, ne? War ziemlich behindert. Da kann man nicht wirklich selber drauf kommen.
Also an und für sich ist es schon realistisch. Man kann schon darauf kommen, so dass die Steine und die Falltüren und so miteinander zusammenhängen. Was war denn das? Hä? Kann mich nicht daran erinnern, dass er mir im normalen Modus was gegeben hat. So generell... Fuck, generell hätte ich in Balamp hätte ich noch, glaube ich, ein Magazin einsammeln können, oder? Not too much. Ach, jetzt wollte ich eigentlich mal was anderes anklicken, aber egal. Ja, es ist schon ein bisschen schwierig, das parallel zu spielen. Man musste echt aufpassen, dass man nicht irgendwas vergisst oder so. Weil man es ja quasi schon einmal gemacht hat. Los, Selfie, leg dich schlafen. Die anderen beiden auch. Ja, hatte ich meinen Gedankengang beendet. Also das war halt schon ziemlich dumm mit den Falltüren, ne? Dass die in der Mitte, die ging ja, okay. Aber die rechte wollte da nicht, weil man erstmal die linke aktivieren musste. Das heißt, man musste einmal rumlaufen und danach musste man wieder rumlaufen, weil die rechte dann plötzlich funktioniert hat und so. Da kann man ohne Lösungsbuch nicht wirklich drauf kommen. Geht gar nicht. Kompletter Bullshit. Okay, Leutis. Ja, Kopplung und so weiter ist ja jetzt in Ordnung. Reihenfolge stimmt auch. Wobei, nee, so hätte ich das gerne. Dann heilen wir euch sicherheitshalber nochmal. So. Okay. Ja, hier konnte ich doch auch ein bisschen was ziehen, oder? Hatten bestimmt irgendwas Cooles. Bam 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 bam. Ja, der ist doch neu. Okay, Draw. Sleep und Scan. Nee, doch nicht. Auf Sleep habe ich jetzt nicht so wirklich Lust. Brauche ich nicht. Ach so, ja. Ich kann jetzt natürlich nicht so rauf smashen, oder? Wobei doch, der zieht viel ab. Aber ich werde trotzdem mal zaubern. Ja, es haut mehr rein. Ich darf ja hier nicht bequem spielen. Autsch. Ja, hier kann doch mal angreifen. Der kann's. Der hat den physischen Schaden. Puff. Sehr gut. Und ein AP. Alles klar. Lauft, Leutis! Lauft! Lauft! Sind das die eigentlich geskriptete Gegner? Ich meine, es ist ja nicht so das größte Areal. Wobei... Ich weiß nicht. Der kam jetzt schon auffällig schnell nach dem anderen Kampf. So, dann werde ich die beiden Feuerspaß diesmal... Oh, wie viel zieht der ab? Oh, fuck. Flächenschaden. Ah, wobei, okay, nicht so wild, aber wahrscheinlich sehr, sehr zustandsbelastend. Aber ich habe nichts abgekriegt, vielleicht hatte ich Glück. Glück im harten Modus, bestimmt. Ja, ich werde jetzt die beiden erstmal penetrieren und dann mal schauen, was der in der Mitte da nochmal hatte. Der rächt er sich direkt... Mit einem Feuerangriff. Ich kann das viel besser als du, Puff. Ja, naja. Bin nicht so ganz überzeugt. Versuch's nochmal. Solange du noch lebst. So, du schaffst ihn jetzt aber, oder? Müsste reichen. Nee, er lebt immer noch. Na gut, dann hau ich hier noch einmal rauf. Immer noch nicht. Okay. Habe ich anscheinend nicht richtig gerechnet hier, oder was? Ich will halt nicht, dass die dann den anderen in der Mitte da angreifen, wenn die mit dem fertig sind. Jetzt ist er aber tot, ja. So,
nochmal. Und dann greifen wir physisch an. Und ich könnte ja schon mal mit einem schauen, was der so zu bieten hat. Thunder Cure. Naja. Warte. Tot? Gut. Ja, wir ziehen uns mal kurz eine Runde Vita. Weil wir es ja gleich einsetzen müssen. 7, sehr gut. Und du dann in der Mitte. Was hältst du davon? Das heißt in der Mitte 7, 6 und 9. Jawohl. Wir haben einen Sieger. Ja, okay, jetzt kann ich ihn penetrieren. Mal schauen, ob die physischen Attacken reichen. Hui. Ja, das hat er gespürt. Ist das eigentlich auch ein Headshot, wenn man mit einer Harpune wirft? Hm. Möglich. Alles klar, ja Leute, dann würde ich mal sagen, was das Folge mit Let's Play Final Fantasy 8 Requiem. In der nächsten Folge schauen wir mal, ob wir uns durch die Traumsequenz boxen können. Ob wir dann schon mal in der nächsten Folge direkt uns den Engelzauber holen können. Bis zum nächsten Mal. See ya.